So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem, ich würde erstmal sagen, Let's Test von Assassin's Creed Syndicate. Ganz kleinen Moment. So, es wird erstmal, wie gesagt, Let's Test. Ich habe schon Ewigkeiten kein Assassin's Creed mehr gespielt. Ich hoffe, ich krieg's noch hin. Ja. Kann einen Moment dauern, weil ich einfach mal so blind rein starte. So, bisschen drehen. Die Geschichte ist ihr Spielplatz. Abstergo. Hallo Novize. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen beide, wenn Abstergo aktiv wird, dann haben die Templer etwas vor. Wir glauben, dass sie einem neuen Eden-Splitter auf der Spur sind. Ich habe Leute in London darauf angesetzt. Bishop, Jacob und Evie Fry sind Zwillinge. Wie geil ist das denn? Apropos, mach die Kameras fertig, Bax. Ich habe ein Bild. Wann schickst du die Daten? Sind unterwegs. Das ist eine Menge. Ich werde sofort die Novizen drauf ansetzen. Du siehst komisch aus mit einer Waffe. Noch eine kleine Wanze anbringen und dann mal sehen, was sie uns zeigt. Ich hab was. Isabelle Ardant hat hier eine Verabredung mit irgendwem. Da steht nicht wer. Da steht nicht, mit wem, Rebecca. Aber es ist wohl Bishops Job, das rauszufinden. Moment, euer Auftrag lautet, findet Infos zu einem Edensplitter in London. Haben wir. Und jetzt würde ich gern das neue Spielzeug probieren. Es gefällt mir nicht, wenn die beiden vom Plan abweichen. Nun ja, wir können nur tief durchatmen und weitermachen. Du suchst nach dem Edensplitter in den Erinnerungen von Jacob und Evie Fry. Assassinenzwillinge aus dem viktorianischen London. Der erste Satz Erinnerungen wurde heruntergeladen. Viel Glück. Bruder George, es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut, so verzweifelt bin ich. So wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt, so skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick und er will die ganze Welt beherrschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet, keine Person, die er nicht missbraucht hätte, sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das höchste aller Ämter abgesehen. Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Starricks Ehrgeiz neuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegbaren. Nicht mehr lange, denn er weiß, wie ich es dir sagte, wieder und wieder und wieder, wer auch immer London beherrscht, beherrscht die Welt. Hier wird das Eisen verladen.
Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel. Nummer zwei ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage. Oh, richtig. Mein Fehler. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden. George, ernsthaft, ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir. Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George, wir müssen den Zug erwischen. Jacob! Evie! Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstücke! Armer Kerl, noch ängstlicher als sonst. Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Viel Spaß. Stirb nicht! Oder geht's hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab, stopft ihm das Maul und repariert die Maschine und bringt mir Laudanum für meinen Kopf. Nur ein wenig Geduld. So, jetzt sind wir dran. Sorry, dass ich jetzt gerade stupen musste. Und ich kann hier das Mikrofon nicht muten, also nicht wundern, warum hier Hintergrundgeräusche hört, wie zum Beispiel den Stuhl hier. Ich kann einfach das Mikrofon gerade nicht muten. Ich kann eigentlich so gut wie gängig mal auf so eine kurze Pause drücken und das ist ja während einer Videosequenz ist dann ein bisschen doof. So, wie viele Minuten haben wir noch? Wir haben jetzt noch 8 Minuten zu spielen. Yay! Aber ganz kleinen Moment. Ich hoffe, es hat jetzt auch aufgenommen. Also ich hoffe, es hat aufgenommen. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Ich werde das nochmal nachgucken müssen. Okay. Muss ich denn irgendjemand umbringen? Kann ich auch schneller laufen? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wir scheinen mir also nichts zu tun, Leute. Was glaubst du, was du da machst? Aufhören, bevor wir Ärger kriegen! Niemand kommt rein oder raus, außer es gibt ein Problem. Ich halte die Maschinen an, die Tür öffnet sich und ich habe einen Weg zu Ferris. Ui! Hoch mit dir. Hoppi. Dass mich da keiner aufhält, finde ich sehr interessant. Hallo?
die Aufseher kommen! Terrence, hol dich unter Köpfe! Was soll denn das? Wer ist dafür verantwortlich? Wer bist du? Der Hygienebeauftragte. Dieser Mann ist tot. Du bist der tote Mann. Hau ab nach Hause, Junge. Gleich wirst du... Ich kann dich essen. Komm, wir schaffen ihn. Bam, bam. So, ich möchte gern hier raus. Nun zu dir, Ferris. Mr. Ferris hat beschlossen, dass alle, die über Ostern in der Fabrik arbeiten, doppelte Ration kriegen. Okay. Alle anderen brauchen gar nicht erst zurückzukommen. Ich muss noch etwas weiter nach oben. Nur noch eine halbe Stunde. Habe ich mal erwähnt gehabt, dass ich eigentlich in solchen Aufgaben wie irgendwo hochklettern eigentlich sehr schlecht bin. Was RTLB? Richtig? Nein. Moment. Ah. Gegner, die Sie sehen können, schöpfen Verdacht. Wenn Sie deren Blickfeld bleiben, werden Sie aggressiv und greifen an. Gehen Sie in Deckung, um Gegner abzuschütteln. Jetzt aber. Sie werden dann Ihren letzten bekannten Positionen untersuchen. Ja, der sieht mich doch jetzt gar nicht, oder? Das wirst du bereuen! Ich hab keine Ahnung, ob ich das jetzt gleich mache. Achtung, der ist wieselflink! Na komm, mach doch was! Ich glaube, ich bin der schlechteste Assassine ever. So, sorry, mich auch viel schweige. Ich muss da mich sehr konzentrieren, dass ich überhaupt irgendwas hinkriege.
Ich bin da echt nicht gut drin eigentlich. Was ich mich frage, kann man jetzt eigentlich auch hier speichern? Komm, hier, geh doch mal hier. Jetzt aber. So. Die 15 Minuten sind um. Jetzt gucke ich erstmal, ob alles funktioniert hat. So, ich wünsche euch noch, ich drücke mal hier Pause lieber, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ruhig mal einen Kommentar da, ob ihr das weiterhin sehen wollt. Ich bin halt wirklich sehr, sehr schlecht darin in sowas. Das habt ihr ja schon mal bei Dishonored zum Beispiel, war es bei mir nicht besser gewesen. Ja. Ich würde mich halt über ein kleines Feedback freuen, was ihr dazu meint. Und ja, ansonsten, man sieht sich, man liest sich, man hört sich. Ciao!